Lock. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen dieses Mal Human Fall Flat. Ein kleines Indie-Spiel. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch von Gronkh. Der hat dieses Jahr schon mal angespielt mit seinen Leuten. Ich werde es mal im Singleplayer-Modus spielen. Weiß natürlich nicht, wie schwer es da ist, wie weit ich da komme, wie lange es überhaupt geht, das Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur mal die ersten 2-3 Level mal angespielt. Bis dahin ist es auf jeden Fall machbar. Es geht hier um ein paar kleine Rätsel, die zu lösen sind mit unserer Spielfigur, die wir hier unten rechts sehen. Wir sind am Fallen. Und schauen wir einfach mal, wohin uns die Reise führt. Singleplayer, job. Grob mache ich dann mal privat, denke ich. Achso, Level wählen, weil ich ja schon angefangen habe. Genau, ich war beim Schloss angekommen. Oh, Wasser, Kraftwerk. Oh, da sieht man schon das Level. Da war ich ja. Naja, macht ja nichts. Es ist auf jeden Fall ein sehr witziges Spielchen. Mit sehr viel Unfug, den man anstellen kann. Und wir starten in der Villa. Palop. So, wir sind ein kleines Männchen, können unsere Arme steuern. Ich spiele übrigens mit dem Controller. War für mich einfacher zu handeln als mit der Tastatur oder Maus. Und hüpfen können wir auch. Und wir greifen uns einmal die Fernbedienung. You just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Also ich versuche mal nicht, das Ding so loszulassen, weil sobald ich loslasse, bricht das Tutorial wieder ab. Davon gibt es am Anfang so ein paar kleine Videos, die werde ich mir einfach nochmal angucken. Humans. They will run into every door they encounter. Und wir watscheln mal die Treppe hoch. Wir sind super in der Lage, Knöpfe zu drücken. They will push every button they see. Und da sehe ich doch ein weiteres Tutorial-Video. Oh, die Musik ist teilweise echt laut, aber schön. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands, blame your head. You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Don't worry, this is a safe place. Und tschüss. Oh. Ich hab es geworfen. Ja, und tschüss. Oh, da ist es wieder. Oh Gott. Diese Sachen, man merkt, das Spiel ist eigentlich für Multiplayer ausgelegt. They will reach high and bend low to achieve their goals. Es geht aber auch alleine so gerade. Und wieder zwei Knöpfe vor uns. Und ein Fluchtweg. Oh. Na komm, lass los. And grab opportunities with both of their hands. Und. Woohoo. Yet they can't fly and never will. Oh oh. Wow. So, das war quasi ein Tutorial-Level und jetzt geht's eigentlich mit dem ersten richtigen Level los. Kommt man da eigentlich wirklich nicht drauf? Naja, gut, da müssen wir eh nicht lang. Und schön. Oh. Sind die Rätsel jetzt auch ein bisschen einfacher, aber das wird im Laufe des Spiels definitiv noch interessanter.
wie gesagt, ich habe gerade das also beim Antesten bis zum Schloss gemacht. Und das Schloss war schon knackiger. Na komm. Oh, falsche Richtung. Ziehen wir nicht rüber. Oh. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber... Nein, 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 nein. Na gut. Ha. Ha. So, nächste Tür. Ach ja, genau. Jetzt müssen wir das machen, was ich gerade aus Versehen gemacht habe. Dadurch bin ich also erstmal drauf gestoßen. Und zwar... So. Komm. Wir müssen quasi so den Wagen vorantreiben. Und weiter geht's. Uah. Ist er besoffen? Na. Weiter. Oh, schauen wir mal, wo uns die Reise hier hinführt. Wie weit das geht. Und. Falsche Richtung. So. Dann watschen wir mal über die Waggons. Und der nächste freie Fall. Juhu. Und. Huch. Ah. Diesmal haben wir den Level schneller geladen als vorhin. So. Ja, hier haben wir so Schalter, die öffnen die Türen. Aber geht natürlich auch wieder zu. Also haben wir dafür die Kisten. Oh Gott. Okay. Passt. Aber das ist schon mal angespielt, das ist ja gar nicht so verkehrt, weil bei manchen Rätseln saß ich dann doch ein bisschen zu lange dran. Das erstmal auszutüfteln. Vor allen Dingen alleine. Sind manche Sachen bestimmt einfacher. Schätze ich einfach mal so ein. Oder zu dritt oder zu viert. Man kann das ja mit bis zu vier Leuten spielen, wenn ich richtig informiert bin. So. Und auf mit dir. So schwer. So. Hier ist der Schalter. Da unten ist die Kiste. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Oh Gott, ja. Genau. Nicht im Weg ist. Dann wieder. Oh Gott. Man könnte jetzt auch runterspringen und von unten schieben. Nein, aber nee, das ging nicht. Dann würden wir nicht mehr wieder zurückkommen. Das geht nicht, stimmt. Komm. Nicht runterfallen. Ah ah. Ah. Die Musik ist einfach eben klasse. Simpel, aber irgendwie entspannend. Fast runtergefallen. Und jetzt geht's
wieder zurück. Ihr könnt jetzt runtergehen, den Fahrstuhl wieder fahren oder einfach den Weg. Dann machen wir einen Sprung. Komm. Und Arme hoch. Oh. Sehr schön. Und ab in die Tiefe. Mit Pirouette. Ich glaube, das waren die ersten schnellen Level. Genau, jetzt geht der Spaß nämlich los. Quasi geht das Spiel ab hier erst so richtig los. Climbing. To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high, and you might as well do yoga instead. So, das war das Tutorial. Kommen wir auch hier wieder hoch. Boah, genau. Lang. Kommen wir da rüber? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, nein. Zu kurz gesprungen. Viel zu früh. Ja. Einmal versuche ich es noch. Oh, ja, geht doch. Oh mein Gott. Oh. Und. Chaka! Nein! Warte mal. Komm! Geht doch. Ich habe ein Tutorial übersehen. Da unten war noch eins. Falls ja, ja, genau. Das hole ich mir nochmal. Climbing higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands, pulling yourself up. Walk forward, releasing the hands. Practice timing and use the momentum. If you don't release hands, you will make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hand. Etiquette says never do that. Ja, seine Mitspieler könnte man hier auch durch die Gegend schleifen. Das ist durchaus amüsant. Bin ich überhaupt richtig? Nee. Uah. Oh, das war knapp. Da wäre ich fast in die Tiefe ge. Ja. Wie war das mit dem Affen machen? Erstmal gegen die Wand springen. Ja, die Bewegung und das Handling von der Figur ist so merkwürdig, dass die lustigsten Sachen passieren können. Also es sieht nicht nur aus, als wenn man hier so einen Gummimenschen steuert, nein, es spielt sich auch genauso. Und ich glaube, das ist der Charme dieses Spiels. Zumindest in meinen Augen. Genau. Jetzt wird auch rüber. So. Ich hoffe, ich kriege das, was gleich kommt, wieder hin.
jetzt hier zwei Wege rüberzukommen. Einmal da. Wir müssen halt auf die andere Seite der Schlucht kommen. Da ging es hier links rum. Oder aber der spaßigere Weg. Oh ja. Na komm. Einmal um den Baum rum und jetzt geht's los. Nicht stolpern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uah. Und jetzt müssen wir ein bisschen schwingen. Oh Gott, ist das gerade wackelig hier. Ein bisschen den Winkel ändern, indem wir schwingen. Sonst knall ich jedes Mal hinten gegen die Wand. Aber so passt das. Und vor. Ah, einmal mache ich noch. Und zurück. Und. Uah. Au. Boah, Rücken. Na komm, schieb, schieb, schieb. Also wen das Spiel interessiert, dem würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen, das mal im Multiplayer zu spielen. Definitiv. Ich glaube, da hat es einen noch größeren Charme als schon im Singleplayer. Oh Gott. Reicht das? Oh, knapp. Gerade so. Vor allen Dingen sehr amüsant, wenn man versucht, alle seine Mitspieler mitzubekommen. Theoretisch. Oh, oh Gott. Gibt es halt überall Save Points und wenn man jetzt irgendwie runterfällt, abstürzt, dann landet jeder bei dem Save, beim letzten Save Point oder Checkpoint. Boah. Wow. Von daher braucht man theoretisch nur einen Spieler, der gut ist und vorankommt und der Rest kann dann einfach in den Tod springen, das wäre langweilig. Dass alle auf den normalen Weg dahin kommen, ist viel amüsanter. Für Erfolgssammler habe ich hier noch ein kleines nettes Easter Egg. Auch nur durch Zufall entdeckt. Natürlich bekomme ich den Erfolg jetzt nicht mehr, aber theoretisch kann man hier einen Erfolg bekommen, indem man sämtliche Lautstärkegeräte wie Lautsprecher und Fernsehen fast sind mir runtergefallen. Einfach mal entfernt. Oh Gott. Hilfe. Nimm den Fernseher mit. Warte mal, ja mal drehen. Ich muss tiefer anfassen. Hat er ihn? Ja. So, ich glaube, das war's schon. Okay. Ich glaube, der Fernseher ist gerade zersprungen. Hat sich weit verteilt. Na komm, wenn wir schon dabei sind, der Tisch kann auch weg. Auch keine Sau. Ja, kratze ich erstmal am Arsch. Oh. Hoppla. So was meine ich. Das ist sehr interessant. Jetzt. Ha! Blöder Tisch. Ah, kriege ich wieder diesen Glitch ausgelöst? Das wäre. Hä? Hallo? Wo willst du mit. Ja. Kriege ich wieder die Couch zum Explodieren? Nein. Komm, raus mit dir. Diese Wohnung. Ja. Traumhaft. Diese Wohnung muss frei werden. So. Und tschüss. Wieder Ding.
Uah. Vielleicht gibt es da noch einen Erfolg. Das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht getestet. Komm schon. Man spürt förmlich diesen Kraftakt, den der kleine Kerl dabei hat. Oh Gott, das wäre dies doch zu schwer, oder? Nein, komm. Nein. Dafür gab's nichts. Na gut. Oh. Komm schon. Zerstörung! Demolition Derby hier. Oh. Au. Na gut. Dann nehme ich mal den Ausgang. Ups. Mit dem Kopf durch die Wand oder durch die Tür. Und ciao. Wow.